Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf dem Battle Mage und zwar ist das hier noch auf dem Account mein allererster Run, den ich gemacht habe, beziehungsweise noch gerade mache. Und ich bin jetzt schon ein paar Mal tatsächlich gestorben in dem Run. Ich bin sehr viel auf Kisten gegangen, sehr viel darauf, sehr viel Gold zu machen. Und das hat sich bisher auch gelohnt. Wir sind auf Etage 37 und wir haben schon eine knappe Milliarde an Gold. Und ich wollte mal testen, wie viel Gold man es, ja, wie viel Gold schafft man in einem Ultimate Run zu Beginn des Dungeons zu generieren. Weil die ersten Runs, vor allen Dingen halt der allererste so, ne, da bekommt ihr halt eben noch aus jeder Kiste Gold, ihr bekommt überall die Ressourcen hinterhergeschmissen, etc. pp. Umso mehr Runs ihr macht, umso weniger Gold bekommt ihr nachher auch. Das merkt ihr ja auch immer mehr und mehr. In den Kisten ist teilweise nichts drin. Und deswegen sind gerade die ersten Runs die, die sich am meisten lohnen. Und wenn man dann noch das auf die Spitze treibt und nicht darauf achtet, jetzt sage ich mal großartig zu überleben, ja, dann kann man tatsächlich wahrscheinlich in einem Run sehr viel Gold machen. Ich habe leider nicht mehr auf dem Kopf, nicht mehr im Kopf. Wir hatten das schon mal versucht bei dem letzten oder vorletzten Legendary Dungeon und ich weiß nicht mehr, was wir da bekommen haben. Das war definitiv über eine Milliarde Gold, aber wie viel genau, weiß ich auch nicht. Ja, es könnte auch, ich weiß es nicht. Wir probieren einfach mal, wir gehen rein und versuchen so viel Gold zu bekommen in den 100 Etagen, wie es uns halt eben möglich ist. Ja, leider habe ich eine Glyphe bekommen, die für diese Taktik komplett kontraproduktiv ist. Das heißt, das Ganze könnte sich tatsächlich auch noch als sehr teuer herausstellen. Ja, also es ist für mein Vorhaben, was ich jetzt halt eben vorhabe, ist es nicht gerade sehr gut. Wir werden es aber trotzdem durchziehen. Es könnte sehr teuer werden. Generell würde ich euch empfehlen, für diejenigen, die in Erwägung ziehen sollten, den Ultimate Legendary Dungeon zu machen, den auch wirklich so gut es geht auszunutzen. Was meine ich damit? Ihr habt ja zwei Spielweisen, die ihr wählen könnt, wenn ihr den Ultimate Dungeon betretet. Die eine Spielweise ist natürlich die passive Spielweise. Ihr versucht viel auszuweichen, ihr versucht günstig durch den Ultimate Legendary Dungeon durchzukommen, um euch halt eben nicht so oft zu, ja, wiederzubeleben. Ja. Oder es gibt die andere Variante, die wir jetzt halt eben machen. Und zwar, wir gehen aufs Ganze und versuchen halt so viel Gold wie möglich gerade in den ersten Runs mitzunehmen. Und weil die sich halt eben am meisten lohnen. Ja. Und deswegen würde ich euch tatsächlich empfehlen, wenn ihr den Ultimate Legendary Dungeon, okay, das ist sehr nett, betreten solltet. Ja. Dann überlegt euch zweimal, wie ihr spielen wollt, weil ihr bezahlt ja als Initialinvestment 650 Pilze, um dreimal so viel Gold, Ressourcen und halt eben Legendary Items zu bekommen. Ja, und wenn ihr jetzt die passive Spielweise wählen solltet und halt eben darauf geht, so gut es geht, zu überleben und schnell und günstig durchzukommen, ja, dann habt ihr am Ende wahrscheinlich nicht sehr viele Ressourcen, nicht sehr viel Gold gefarmt, nicht sehr viele Items gefarmt, generell relativ schlecht abgeschnitten, aber ihr habt natürlich nicht mehr so viel Pilze bezahlt. Aber denkt dran, ihr habt als Initialinvestment alleine schon 650 Pilze bezahlt. Okay, wenn ihr nicht viel mehr Pilze drauf zahlen wollt, weil ihr dann halt eben sagt, ey, ich möchte jetzt hier günstig durchkommen, ich habe eh schon so viel Pilze bezahlt, dann ist kein Problem. Dann bezahlt ihr 650 Pilze, bekommt von dem mal 3, was alles mal 3 ist, fast gar nichts mit, aber habt dafür eure 3 Legendary Items, die ihr relativ günstig wahrscheinlich bekommen habt, weil ihr viel ausgewichen seid. Ja? Wenn ihr aber schon bereit seid, 650 Pilze zu zahlen, dann würde ich lieber noch 2-3 Mal mehr sterben, damit ihr halt eben auch
so viel mehr Gold mitnehmen könnt und Ressourcen, was ihr sonst auf der Strecke liegen lassen habt, weil ihr das gar nicht genutzt habt und 650 Pilze quasi nur für die drei Legis ausgegeben habt und nicht für die Ressourcen und Gold, was ihr ja auch mal drei bekommt, ja? Falls ihr jemand seid, der low-eco-mäßig oder nicht viel pilzt, und ihr vorhabt, eh nicht so viel Geld auszugeben, dann würde ich euch eh vom Ultimate Dungeon abraten. Aber falls ihr das doch machen wollt, ja, dann würde ich euch das empfehlen, so zu spielen, dass ihr einmal einen Ultimate Legendary Dungeon betretet und dann spielt ihr auch auf diese Spielweise, wie wir es jetzt zum Beispiel machen, und zwar Full Offense, ja, dass ihr ein paar Mal mehr sterbt und dann, ihr habt ja 10 Tage Zeit. Dann könnt ihr ja auch Free-to-Play den Run ja auch weiter durchspielen und regeneriert euch alle 24 Stunden wieder neues Leben und geht dann wieder rein. Ja, einen Run schafft ihr ja safe und das könnte halt der Ultimate Run sein. Also das ist auch natürlich eine Taktik, die man wählen kann. Ne? Also ja, es gibt auf jeden Fall einiges, wie man hier spielen kann. Man muss sich genau überlegen, wie man spielen möchte, wenn man halt eben bestimmte, ja, wenn man halt eben Geld ausgeben möchte in dem Spiel. So, ne? Okay, wir haben jetzt hier einmal das. Das könnte für unser Vorhaben gut sein. Das ist auch nicht verkehrt. Ich nehme, glaube ich, einfach mal, weil hier ist Chance, Gegenstände verringern, finde ich jetzt auch doof. Nehmen wir mal den Brocken. Ja, Brocken ist eigentlich immer ganz gut. Ne? Also, wie gesagt, überlegt euch da ganz genau, wenn ihr halt eben das machen wollt und die 650 Pilze bezahlt, wie ihr halt eben spielen wollt. Meines Erachtens nach ist es halt nicht worth, dann einfach nur sich so, ja, durchzuschleichen, Seele des Hasen oder was weiß ich, Mondstein noch oben drauf und dann, ich greife jetzt hier auch an. Oh, shit. Okay. Ja, aber wir haben 45 Millionen Gold. Das ist ja das, was wir haben wollen. Ne? Wir wollen ja wirklich hier so viel mitnehmen wie geht. Deswegen greifen wir jetzt auch wirklich jeden Gegner an. Ne? Es war nicht ganz so schlau. Wir versuchen jetzt auch ein paar Türen zu nehmen. Okay, ja, den können wir sowieso nicht besiegen, weil der würde uns dann halt eben besiegen. Ja, deswegen müssen wir jetzt hier leider eben ausweichen. Wir hoffen einfach mal, dass wir ein paar Türen bekommen, um halt eben noch ein bisschen, ja, bisschen Geld zu bekommen hier, ne? Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja die 650 Pilze bezahlen, einen Ultimate Run machen und dann spielt ihr halt eben ganz normal das Ding durch. Mit halt eben, ja, dass ihr euer Leben regenerieren lasst und nicht irgendwie hier neu ja, Pilze aufladet oder so. Das ist natürlich auch alles machbar, alles möglich. Okay, ich überlege jetzt gerade, wir nehmen mal die Falle in Kauf. Okay, und da haben wir jetzt auch den Heal am Start, beziehungsweise den Schlüsselmeister, um uns dann hier auch den Heal zu gönnen. Den 6er Heal, den wollen wir uns natürlich nehmen, keine Frage. Der kostet auch einen Schlüssel weniger als das große One-Hit-Wonder. Und One-Hit-Wonder haben wir jetzt eh noch 3 Stück gerade. Müssen wir halt jetzt nur bekommen. Und wir haben nicht mehr ganz so viel Leben. Wir haben auch noch zweimal Poison, der tickt. Deswegen, ja. Okay, da haben wir es. So, den Goldraum, den nehmen wir natürlich auch mit Kusshand mit. Ja, wieder ein bisschen Gold bekommen. Oh ja, das ist alles sehr wichtig. Wir müssen gucken, dass wir hier. Monster, würde ich sagen, lohnt sich jetzt schon fast gar nicht mehr so, weil da bekommen wir halt eben auch viele Schlüssel und Gold ist da nicht so garantiert. Ja, ist auch gut. Obwohl wir auch ganz gut Gold bekommen, aber eher bekommen wir Gold aus den. Ja, moin. Wir haben schon Brocken der Gier, weißt du? Hier aus hier Segen, Truhen, Kisten. Ach so, Truhen und Kisten, aber keine Fässer. Okay, gut, da, mein Fehler. Ja, das war ja eben ein Fass, was wir aufgenommen haben. Und keine Truhe oder eine Kiste oder eine Leiche. Ja, so, und wir gehen wieder rein. Wir haben zwar auch hier den Ausweichassistenten am Start, aber wir versuchen hier wirklich alles Mögliche mitzunehmen und wir bekommen hier wirklich auch sehr viel Gold. Ne? Das packen wir uns ein zum Verzaubern, beziehungsweise zum Umwandeln. Und was haben wir hier? Opfertüren, Monsterschaden. Ja, nehmen wir auch den Spionageklunker, was uns auch nochmal ein paar Free-Türen. Und ja, wir haben jetzt schon über 1 Milliarde Gold. Das ist natürlich auch ganz lecker Schmecker. Ja.
Und mal gucken, was wir jetzt noch die letzten Etagen hier noch bekommen. Oh. Okay, gut. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass wir haben ja noch den Poison hier noch gerade gehabt. Gut, das bringt bei uns eh nichts. Ja, dann versuchen wir mal halt auch wirklich die Schlüssel jetzt noch zu nehmen. Wir haben noch so viele Schlüssel. Ja, wir gehen mal hier lang. Okay. Riskieren wir. Ein Schlüssel, da ist die Chance noch nicht so hoch. Zack, wieder Gold. Sehr gut. Und wir brauchen jetzt hier die Türen. Ja. Wir kriegen ja jetzt auch noch gleich einen Schlüsselmeister. Da ist er auch schon. Ist jetzt die Frage. Wanted Wonder würde ich ungern nehmen wollen. Boah. Weil ich möchte tatsächlich ganz gerne durch die Türen durch. Vielleicht nehme ich einen kleinen Heal. Ein großer Heal wäre jetzt nämlich auch ein bisschen wasted. Ausweichen brauchen wir auch nicht. Fallenentschärfer ist auch... Ja, nehmen wir einen Fallenentschärfer, ja, warum nicht? Mal auch mal ein bisschen was anderes nehmen, ne? Oh, das ist, oh. Wozu überlegen? Da haben wir auch hier das fette One-Hit-Wonder. Okay, wir nehmen jetzt mal nicht den Buff-Raum, weil wir haben eh schon sehr gute Buffs hier. Und ja, wir nehmen jetzt hier alle Türen mit, die wir kriegen können. Wir sind jetzt eh gleich durch. Okay, nochmal ein Heal-Raum. Zack, wir sind auf den letzten 10 Etagen. Haben noch 6 Schlüssel. Und ja, nehmen wir jetzt noch alles mit, was wir kriegen können. Ich würde echt mal ganz gerne wissen... Siehst du, Fallenentschärfe hat sich schon gelohnt jetzt. Ich würde echt gerne wissen, was wir beim letzten Mal da rausgekriegt haben, als ich das so mäßig auf die Spitze getrieben habe. Ich habe da leider nicht mehr so drauf geachtet, muss ich sagen. Aber das war auch schon extrem viel, was wir an Gold bekommen haben. Ich kann es gar nicht einschätzen, ob es jetzt mehr war oder weniger jetzt dadurch. Und wir haben viel zu viele Schlüssel, ja. Übrigens, die ganzen Items, die werden natürlich nicht mit gut geschrieben zu dem, was wir nachher zum Ende bekommen. Boah, nehme ich das jetzt... Also wir bekommen halt hier kein Gold raus, ne? Wir bekommen nur Epics raus. Ja, 3 Stück. Was auch nicht verkehrt ist, sag ich mal so, ne? Ich meine, am Hexen-Event kann man die auch noch alle... Ja, komm. Komm, dann müssen wir... Okay, also richtig lohnt sich das auch nicht. Haben wir überhaupt noch Hexen-Event? Fuck, wir haben ja schon Montag. Oh, nein. Ist ja schon Montag, Alter. Ach, ich sehe auch nicht mehr durch, ne? Also, ja, also bestimmt. Für die Leute, die im Schichtsystem arbeiten, die kennen das bestimmt. Gar kein Gefühl mehr von Raum und Zeit, welchen Wochentag wir gerade haben. Wirklich. Also, komplett raus, was das angeht. Ja, wir haben 1,3 Milliarden Gold jetzt gemacht durch den Run. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist oder wenig. Ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich sogar noch relativ wenig, würde ich sagen. Wir haben 40 Schlüssel, das ist auch krass. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal mehr gemacht. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 1,3 Milliarden Gold ist natürlich extrem viel. Das muss man mal so sagen, für einen Run. Wir sind halt aber auch eben 6-mal gestorben, ne? Aber haben halt eben so gut es geht das mitgenommen. Es ist natürlich auch eine Glückssache, wie viel Räume bekommt man, wie viel Gold bekommt man aus den Kisten und sowas. Das könnte wahrscheinlich noch deutlich mehr sein. Ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr schon einen Ultimate Run gemacht habt. Was war da so euer Rekord gewesen in einem Run an Gold? Also wirklich nur an dem Gold, was hier oben rechts steht, nicht an den, wenn man jetzt noch so Items oder sowas mitrechnen würde, das nicht, sondern wirklich nur das hier. Ja, das würde mich mal sehr gerne interessieren. Ja, und wir haben mal über die Handschuhe. Oh, die Waffe direkt hier für den Battle Mage. Und die Schuhe. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Nice. Gucken wir mal, was die Waffe kann. Okay. Das ist Algengrütze. Das ist gar nicht gut. Nee. Also das lohnt sich nicht. Also auf dem Battle Mage werde ich wahrscheinlich hier nur meine Runs machen. Damit ich meine Items zusammenkriege, ist schon mal gut, dass wir die Waffe haben. Ja, damit können wir schon mal arbeiten und die anderen Items bekommen. Ne? Aber ausrüsten werde ich das Ganze nicht. Das lohnt sich nicht. Ja. Ja, Freunde, wie gesagt, schreibt mir sehr gerne mal eure Erfahrung rein. Wie sieht es bei euch aus? Wie viel Gold habt ihr gemacht innerhalb von einem Ultimate Run? Und denkt ihr da gleich wie ich, was ich so anfangs jetzt erwähnt hatte, wenn man in Ultimate Dungeon reingeht, dann sollte man es auch nutzen oder, ne,
Sollte man dann doch eher sich da durchschleichen, so, keine Ahnung. Ich sehe es halt dann eher so, dass man das dann komplett ausnutzen sollte. Wenn man eh schon 650 Pilze für einen Run bezahlt, dann sollte man auch wirklich versuchen, alles mitzunehmen. Und dann kann man es ja auch, wie gesagt, Free-to-Play noch durchspielen danach denn, ne? Ja, auf jeden Fall war es erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.